Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Feed the Beast Dimensions. So, wir in der letzten Folge von der Technik, also der letzten Technikfolge, haben wir angefangen, hier die Schlachtereien zu bauen, weil wir nämlich Monstermasse, Fleischmasse brauchen. Und das haben wir nicht mehr geschafft anzuschließen. Ich zeige euch mal, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe mir von hier drüben aus, also von unten drunter, habe ich mir den Strom gezogen, hier mit Ender-IO-Leitungen. Und habe die hier schon mal angeschlossen. Außerdem habe ich eine Flüssigkeitsleitung hier hingelegt. Die geht hier in einen resonanten Träger, tragbarer Tank für Fleischmasse. So, jetzt müsste das Ganze noch eingestellt werden. Wir klicken mal hier oben diese Platte an. Und wir gehen erstmal auf Energie ein, aus. Das ist richtig. Soll immer an sein. Das ist ja sowieso immer voreingestellt. Jetzt haben wir hier extrahieren. Soll nämlich diese Fleischmasse soll rausgepumpt werden. Und zwar immer an. Immer aktiv. So, haben wir gemacht. Und hier drüben stellen wir dasselbe ein. Also, hier. Energiemodus, egal. Läuft sowieso so. Jetzt machen wir hier extra hier immer an. So. Habe ich das richtig gemacht? Ja, muss ein Flüssigkeitsmodus sein, Flüssigkeitsleitung sein. Weil sonst hätten wir hier nichts reingekriegt. Hier soll nur insertiert werden, also nur eingefügt werden. Jetzt gucken wir mal, ob hier schon was zusammenkommt. 4125 Monstermasse haben wir jetzt schon. Fleischmasse haben wir jetzt hier schon zusammen. Und das wollen wir jetzt dem Computer beibringen, dass wir das jetzt gerne so ein bisschen gespeichert haben wollen. Und dafür müssen wir noch mal ein paar zusätzliche Festplatten uns besorgen. Das habe ich schon gemacht, die habe ich schon dabei, 64K Festplatten. Und wir gehen noch mal hier unten in die Grube und holen uns hier aus dem Tank eine Ladung Monstermasse raus, die der Tank uns nicht gibt. Der Tank gibt uns keine Monstermasse. Doch, gibt er uns schon. Ach, vier Eimer haben wir jetzt schon. Ich habe es nicht gesehen, dass es geklappt hat. So, pass auf, machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir hier hoch und gehen hier zu der Speicherzellenwerkbank, ja? Und da legen wir eine Flüssigkeitsfestplatte rein. Nehmen uns hier so einen Fleischmasseeimer, legen den da rein und damit ist die Festplatte präzise genau darauf eingestellt. Die nehmen wir wieder raus und gehen damit hier drüben zu unserem Amboss. So, das war die Festplatte, präzise, die legen wir hier rein und wir nennen die ganze Chose mal um. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hoffe, dass es jetzt nicht abstürzt. Haben wir Glück gehabt, Erfahrungspunkte 1. Machen wir gleich. So, 64K Fleischmasse. Achso, wir haben keine Erfahrungspunkte. Mhm. Ja, das ist doof. Dann müssen wir mal ganz kurz losziehen und müssen mal ein, zwei Monsterchen schlagen. Und zwar müssen wir dafür erstmal in unseren Pouch gucken, in unseren Rucksack. Und da holen wir uns dann Schwert raus. Erfahrungsstufe 1 werden wir wohl schnell hinbekommen. Hier ist natürlich Tag, da kriegen wir es nicht hin. Aber wir gehen einfach mal. Hier hat sich schon jemand angeboten, habe ich schon gehört. Ja, läuft hier rum, irgendwo hier. Das ist ja unsere Anfangsbase hier gewesen. Guck mal, hier ist ziemlich viel Nessa-Warzen haben wir hier auch. Da könnten wir auch mal eine automatische Farm von machen. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein paar Monster finden, die sich bereit erklären, für uns den Erfahrungspunkt zu liefern, den wir brauchen, um die Festplatte umzubenennen. So, hier drüber gehüpft und so weiter. Gehen wir doch mal eine Etage tiefer. Da ist alles schon ausgeleuchtet. Hier werden wir nicht so viel Erfolg haben mit die Monsters. Hier unten auch schlecht. Ich sehe da ja welche auf der Karte. Die müssen hier irgendwo rumgeistern. Guck mal, hier wird es schon dunkler. Nicht so schlecht, aber hier ist auch alles ausgeleuchtet. Na komm, ein Monsterchen werden wir wohl finden. Hier ist ein Schleim. Ein schleimiger Schleimschleim. Den würde ich gerne haben. Wir müssen eine Stelle finden, die wir noch nicht ausgeleuchtet haben. Hier sieht's gut aus. So, hier sieht's gut aus. Nö, sieht's nicht. Da ist ein Creeper. Naja gut, Creeper zur Not. Nehme ich auch einen Creeper. Ah, hier, guck mal hier. Den nehmen wir uns. So.
Und wir haben noch keine Stufe erreicht. Das ist doof, aber kriegen wir hin. Pass auf, ich mach mal hier auf. So, wir nehmen uns das Schwert und hauen dem Creeper. Das hat nicht geklappt. Das habe ich schon gesehen. So. Kriegen wir hier unten noch was? Sieht auch monstermäßig ziemlich mau aus. Was willst du denn von mir? So, wir sind vergiftet. Das ist natürlich super. Aber wir haben einen Erfahrungspunkt gesammelt. Das reicht uns. Ich lasse dir einmal abpumpen. Guck mal, jetzt kommt hier die ganze Kundschaft an. Und will auch mitspielen, wo wir sowieso schon angefangen haben hier zu spielen. Hier liegt auch noch hier Lordium rum. Eigentlich soll das nicht so sein. So, wir gehen mal hier oben hin, weil das scheint mir schon ein bisschen besser erkundet zu sein. So, jetzt haben wir schon Level 2. Das heißt, wir können zwei Festplatten umbenennen. Wir gehen mal hier hoch. Und das hier sieht mir sehr nach einem Fahrstuhl aus. So, hätten wir geschafft. Wir haben also ein Level zusammen. Wir gehen wieder hier zu unserem Amboss. Nehmen uns die Festplatte, die hier eingestellt ist. Da steht dann dahinter präzise. Klicken die wieder hier rein. Und jetzt machen wir nochmal hier die gleiche Chose wie eben. Wir wollen die umbenennen. Und zwar soll die heißen 64K Fleischmasse. So. Die nehmen wir uns raus und verfrachten sie hier in unsere Abteilung für Flüssigkeiten. So, wir sehen jetzt wahrscheinlich auch gleich, dass sich jetzt hier noch was einfüllt. 4900, das ist super. Jetzt haben wir natürlich eine ganze Menge Eimer eben aufgefüllt. Das war ja nicht mein Ansinnen, nicht das, was ich wollte. Deswegen werden wir die jetzt wieder leer machen, bis auf einen. Einen brauchen wir immer so ein bisschen zum Einstellen, damit wir dann halt auch zum Beispiel so eine Festplatte machen können und so weiter. Aber drei Stück werden wir jetzt wieder leer machen. So, und zwar, wie machen wir das leer? Weiß ich gar nicht. Wie macht man das leer? Ich kann was rausnehmen, aber kann ich auch was reingeben? Oh, nee, so nicht. Mist. Da unten ist schon mal das, was wir haben wollen. Okay, das habe ich natürlich vergessen. Es ist schon ganz gut, dass wir ein paar Eimer voll haben. Genau, pass auf. Wir machen mal unten das, was da rumhüpft. Machen wir aber platt. Eigentlich können wir schon gleich ein paar Eimerchen auffüllen. Machen wir gleich. Jetzt habe ich jetzt falsches Zeug drin, oder? Rosa Schleim, ja. Der rosa Schleim darf da nicht drin sein. Der rosa Schleim darf dann nicht drin sein. Das war jetzt doof. Können wir nämlich nicht gebrauchen, den rosa Schleim hier drin. Da müssen wir das mal kurz abbauen und mal gucken, ob es noch einen anderen resonanten Tank gibt. Zum Glück haben wir noch welche auf Lager. So, ich brauche nur einen. So, und zwar den hauen wir hier wieder rein und jetzt füllt sich's wieder mit dem richtigen Zeug. So, gut, dass wir noch ein paar Eimer abgefüllt haben, denn ich zeige euch gleich, was wir damit vorhaben. Das ist eigentlich ganz nice. Ein bisschen umständlich gemacht, aber ein bisschen umständlich zu bekommen, das wollte ich sagen. Ein bisschen umständlich zu bekommen, aber ganz nice, was jetzt passiert. Wir bauen hier wieder zu. So, habe ich jetzt noch schwarze Wolle dabei? Das ist super. Wir machen also jetzt hier, hier ist noch ein Loch, das können wir noch zubauen. So, das bauen wir zu und dann nehmen wir die schwarze Wolle und machen hier das Loch zu. So, und auch hier. Jetzt haben wir hier unseren pinken Schleim in drei Eimern und ein bisschen pinken Schleim hier drin. Ich würde gerne mal wissen, wie wir den leer kriegen, weil der ist jetzt ein bisschen doof, dass der da drin ist. Wir schütten mal den Schleim hier aus. Der verbreitet sich jetzt so ein bisschen. Das dauert einen kleinen Moment und schwimmt auch ein bisschen weg. Und dann bildet sich da eventuell, wenn wir Glück haben, gleich ein Pink Schleim. Dann machen wir es mal draußen. Hier haben wir natürlich jetzt alle Fackeln weggeschwemmt. Das geht so nicht. Da müssen wir neuer hinsetzen. So, dann gehen wir doch raus damit. Oder gehen wir hier in unsere Basis, dann kann man es vielleicht besser sehen. Hier drüben ist Platz.
Aber hier stehen Fackeln. Ist egal, komm. So, theoretisch müsste jetzt ein Pink Schleim auftauchen. So wie es vorhin auch passiert ist. So, ist jetzt ein bisschen so die Sache. Eben hat es geklappt, aber ich weiß gar nicht, was wir eben richtig gemacht haben, was wir jetzt falsch machen. Muss man das irgendwie triggern, damit jetzt hier... Wir gehen doch mal raus. Vielleicht geht es doch draußen besser. So, wo haben wir denn eine große Freifläche? So, mal gucken. Hier ist natürlich jetzt alles eingepflanzt. Das ist ein bisschen doof, wenn wir jetzt hier hingehen. Vielleicht machen wir es einfach hier. Schwupps. Da ist ein bisschen eingedämmt. Aber auch hier klappt es nicht. Eben mit dem komischen Erdloch hat es geklappt, aber hier klappt es jetzt einfach nicht. So, da ist mal ein kleiner Fehler unterlaufen, denn die Schlachtereien produzieren nämlich zwei Sachen. Die produzieren Fleischmasse und rosa Schleim. Ich bin nur auf den rosa Schleim aus. Ich mache hier nochmal einen zweiten Tank hin. Der eine Tank hat jetzt Fleischmasse, der andere Tank hat rosa Schleim. So, wir werden mal gucken. Der mit dem Fleischmasse haben wir jetzt schon, aber rosa Schleim haben wir noch nicht. So, wir werden uns mal ein Eimerchen mit rosa Schleim füllen. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt bauen wir hier wieder das Loch zu. Ich habe eben nämlich hier ewig rumprobiert. Und dann ist mir irgendwann der Groschen gefallen. Ich habe es nämlich falsch gemacht. Es gibt, ich dachte, aus der Fleischmasse machen wir rosa Schleim. So ist es nicht. Die Schlachterei macht einfach zwei verschiedene Sorten von Flüssigkeiten. Rosa Schleim und Fleischmasse. So, wir wollen eigentlich nur den rosa Schleim haben. Das heißt, wir gehen nochmal nach hinten, machen noch eine zweite Festplatte fertig. Und zwar haben wir die ja schon vorbereitet, da liegt sie schon. Wir hauen die mal hier. Nee, pass auf, wir machen erstmal. Erstmal programmieren wir die. Wir legen die hier in die Zellenwerkbank, legen die oben rein, nehmen dann hier den rosa Schleim, legen den da rein. So, die ist jetzt schon mal eingestellt. Jetzt gehen wir hier zu unserem Amboss, legen sie wieder jetzt hier vorne rein. Und jetzt können wir die umbenennen für einen Erfahrungspunkt. Und wir nennen sie rosa Schleim. So. Und machen die auch fertig. So, das war auch der Grund, warum ich ursprünglich zwei Festplatten bauen wollte. Ich weiß nicht, warum ich da das eben vergessen hatte. So, wir haben also jetzt hier eine Fleischmasse Festplatte und wir haben hier eine Festplatte für rosa Schleim. Beides wird jetzt hinten abgepumpt und den rosa Schleim, den wollen wir gerne haben. So, hier habe ich alles zugebaut. Das ist schon mal gut. Wir gehen nochmal zurück zu unserem Computerchen und werden mal gucken. So, Fleischmasse könnten wir jetzt irgendwie, pass auf, machen wir mal so. Klicken wir mal hier drauf. Ich würde jetzt gerne die Fleischmasse in den Computer packen. Ah, so geht's. Gut. Gut. Das ist schon mal super, können wir so machen. Jetzt will ich hier rosa Schleim haben und zwar, da möchte ich gerne ein paar Eimerchen von haben. Wie viel kriegen wir? Oh, immer nur, ja, das war jetzt nicht so viel. Müssen wir einen Moment warten, bis der rosa Schleim sich hier gesammelt hat. Ja, und wir können aber mit dem Schleim, den wir schon haben, schon mal was testen. Denn wir wollen nämlich was ganz Besonderes damit machen. Wir nehmen mal den rosa Schleim und gehen mal hier in den Nachbarraum. Und wir nehmen uns vorher noch was mit, nämlich hier nehmen wir uns noch ein Safari-Net mit, wenn wir eins haben. Haben wir nicht. Gut, dann können wir vielleicht eins bauen. Nee, uns fehlt eine Gasträne. Hm, Mist. Dann gehen wir kurz nach drüben in die andere Basis. So. Und werden uns hier ein Safari-Netz holen. So, das brauchen wir gleich.
geht's wieder in die Farming Base. Hier werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen leer machen, denn wir haben ziemlich viel Zeugs dabei. Das können wir jetzt erstmal hier in den Computer. So, das tun wir da rein, das tun wir rein, das tun wir rein. Und hier den Kram, da haben wir noch eine Rüstung. Hier haben wir Steinchen. So, und den Schlüssel können wir eigentlich auch schon hier reintun. Das Safari-Netz habe ich und Schlauchkabel können auch hier rein. Jetzt gucken wir mal, ob schon ein neuer Schleim angekommen ist. 581 ist mir zu wenig. Wir gehen mal hier drüben rein und ich werde mal den Schleim hier einfach auskippen. Wir gehen ein Stück weg und wenn wir Glück haben, spawnt da jetzt ein Pink Schleim. Da haben wir kein so großes Glück gehabt. Ich mache das gleich nochmal. Muss das vielleicht, warte mal, es kann sein, dass das nicht so auseinanderlaufen darf, dass da nur so ein kleiner Bassin da sein darf. Dafür gehen wir einfach mal nach oben zu unseren Feldern. Da gehen wir zu unseren Feldern und das eine Feld ist nämlich gerade nicht bestückt. Da hauen wir jetzt einfach mal den Schleim rein. So, mal gucken, ob es so geht. Da ist der Schleim und den wollen wir gerne einfangen. So, und komm mal her. Ups, und da hätte man eingefangen. Wir haben noch einen zweiten Eimer. So, und den zweiten Eimer kippen wir auch aus. Und wir hüpfen schon mal hier drauf. Und wir sehen, jetzt kommt der Schleim. So, da ist er. Wir hauen ihn tot und bekommen eventuell, wenn es gut geklappt hat, bekommen wir was geschenkt. Nee, wir haben keinen Schleim geschenkt bekommen. So, diesen rosa Schleim, den würde ich gerne, den würde ich jetzt gerne noch ein bisschen züchten. Deswegen würde ich sagen, müssen wir kurz warten. Ich würde sagen, wir blenden kurz um und ich werde ein bisschen versuchen, in der Zwischenzeit noch ein bisschen von dem Pink Schleim zu bekommen. 581 ist zu wenig. Damit kriegen wir nicht noch einen Eimer. Wir könnten aber Folgendes machen. Wir legen den Pink Schleim... Ach ne, pass auf. Ich warte ganz kurz, bis sich das jetzt hier gesammelt hat, bis wir ein bisschen mehr Schleim bekommen haben. Und dann melde ich mich bei euch zurück und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr davon spawnen können. Bis dann, macht's gut, ciao. Achso, bis gleich, wollte ich sagen. Ich blende ja nur um. Moment. Wie machen wir das mal? So, dass ich das auch gut hinbekomme. Wir machen das so in der Mitte und dann bis gleich. So, und da bin ich wieder. Jetzt geht's wieder los. Ich habe noch ein paar Eimerchen besorgt, denn ich hätte gerne zwei Safari-Netze voll mit Pink Schleim. Deswegen gehen wir nochmal nach hier oben und werden uns noch einen einfangen. Da werden wir versuchen, dass wir noch zwei Stück Jagd bekommen, damit wir vielleicht gleich noch so ein bisschen Schleim uns aneignen können. Pass auf, ich stelle mich mal hier oben drauf und wir hauen mal hier den Schleim rein. Ich will mich da drauf stellen. So. Erstmal einen noch fangen. So. Oh, Mist. Das ist schiefgegangen. Ich habe ihn aus Versehen geschlagen. Das war doof. So, nochmal. Und das Safari-Netz. Und jetzt richtig drücken. So, den hätten wir eingefangen. Und dann haben wir noch einmal hier eins. Und wir versuchen es nochmal jetzt mit dem Jagen. So, da haben wir Schleim bekommen. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Das ist super. Jetzt haben wir 6 Schleim. Super Sache. Und jetzt werden wir, damit wir mehr Schleim bekommen, Folgendes machen. Wir gehen nach unten zu unserer Zuchtanlage und werden die... Ich habe gerade irgendwas Komisches hier gehört. So, wir gehen mal hier zu unserer Zuchtanlage und werden mal hier die Pink Schleimis einstellen. So, da hauen wir einmal das rein und einmal das rein. Das wird jetzt grauenvoll schief gehen, meine ich, weil die werden hier durch die Decke runterpurzeln, die Schleimis. Wir gucken uns das mal an. Jetzt müssen hier ein paar Schleimis müssten jetzt hier schon auftauchen. Da ist schon was. So, da kommen die ersten. Und die werden jetzt hier neben von den Mahlwerken alle klein gemacht. So, das Problem bei diesen kleinen Schleims ist, auch hier unten werden gleich welche spawnen. Nämlich in den Gebieten, wo ich hier nicht doppelten Boden habe.
Monster Essenz haben wir übrigens jetzt eine ganze Menge hergestellt. So. Und hier tut es jetzt ganz schön Schleim. Wir gucken mal in den Computer, oder wir gucken mal hier in die Kiste, ob wir da schon sehen, dass Schleims entgegen... Guck mal, da kommt jetzt richtig viel Schleim auch an. Super Sache. Das können wir noch einen Moment so laufen lassen und wir gucken mal in den Computer, wie es da mit dem Schleimbruststand so aussieht. Wir hauen hier die Eimerchen wieder rein und dann haben wir hier noch Obsidian. Wo haben wir das denn hier? Ein Eimer, dann haben wir hier den Schleimball. Gut, jetzt gucken wir mal hier Schleim. Wir haben schon 37, 38, fast 40. Fast 40 Stück. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nicht mehr genau, wie es gebaut wird. Ich glaube, wir müssen es so bauen. Ach, jetzt bin ich rausgegangen. Moment, Sekunde, nochmal rein. So bekommen wir ja rosa Schleimblock. War das das, was ich wollte? Ich wollte ja diese Kristalle haben. Schleimkristalle. Nämlich die da wollte ich haben. Und da müssen wir die für schmelzen. Okay, wir müssen die also in den Ofen packen. Das ist also richtig. Wir wollen das hier haben. Diese Dinger da. Und wir gucken nochmal, ob es jetzt schon mehr davon gibt. Achso, wir können ja einfach so machen. So, 6 Stück haben wir von den Schleimis. Und die hauen wir mal in den Ofen. Ach ne, das ist ein Pulverisierer, genau. Warte mal, wenn das jetzt einer gibt, dann so viel. Ich will nämlich in der nächsten Technikfolge noch was bauen. Und da ist jetzt die Frage. Wie viele brauche ich? Ich will euch jetzt noch nicht verraten, was ich da baue. Ich würde sagen, wir machen erst noch mal ein paar von diesen Schleimis. Schleim. So. 8 Stück. Die können wir schon mal durch den Ofen laufen lassen, wenn ich jetzt gerade wüsste, wo ein Ofen ist. Hier sind übrigens alle Wände aufgestimmt, weil wir ja den Fehler gesucht haben, warum hier was nicht lief. Und... ja. Ich habe das noch nicht wieder hingebaut. So, wir hauen das mal hier rein. Die laufen schon mal durch und wir gucken nochmal unten. Wir stellen uns mal zu den Schleimen hin. Dann spawnen vielleicht noch ein paar mehr und wir kriegen noch ein bisschen mehr hier an Schleim. Wir gucken mal hier unten. Guck mal, da hüpft auch einer rum. Schwupps, komm mal her. Komm. So, den hat man platt gemacht. Und wie sieht es hier hinten aus? Ich habe ja gesagt, ein paar spawnen hier unten. Die machen wir jetzt einfach von Handblatt. Die kommen hier, warte mal, ich weiß gar nicht wo. Die droppen hier irgendwo durch. Aber die meisten müssten eigentlich hier oben droppen. Oder spawnen, Entschuldigung, spawnen natürlich. Spawnen, die müssten hier oben spawnen. Hier unten müssten ab und zu welche auftauchen. So. Und 5 habe ich jetzt schon wieder. Hier sieht man jetzt auch, wenn ich hier stehe, kommen einfach viel mehr. Ist ein bisschen komisch eigentlich, aber... So, wir müssten jetzt von allen was bekommen haben. Wir gucken nochmal, wie es jetzt hier mit dem Schleimbestand so aussieht. Auch hier machen wir jetzt wieder den ganzen Schleim rein. So, und wir gucken mal. 8 Stück haben wir schon wieder gekriegt. So, hier hüpft so viel Zeug rum. Eigentlich müsste es ziemlich schnell gehen, dass wir hier eine ganze Menge von den Schleims zusammenbekommen. So, und was ich damit vorhabe, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt machen wir hier nochmal so viele, wie es geht. Schleim, da war's, 19 Stück. Und zwar wollen wir jetzt erstmal diese Schleimkristalle hier bauen. Jetzt habe ich 10. Okay, dann hauen wir die nochmal in den Ofen. Ich würde sagen, in der nächsten Technikfolge, da werden wir uns dann damit beschäftigen, mit dem Ding, was ich da draus bauen will. Bis dahin, macht's erstmal gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Und hier dieses kleine Intermezzo, hier mit unseren rumhüpfenden Schleims. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr verzeiht mir auch, dass ich am Anfang die Fleischmasse ausgegossen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das rausschneide. Denn das war natürlich falsch. Wir müssen natürlich den pinken Schleim auskippen und nicht die Fleischmasse. Bis dann, macht's gut. Ciao.